Ist das herrlich hier. Olivenbäume, Zitronengärten, diese Aussicht. Oh, hi. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich kann euch sagen, Ostern 2023, Toskana-Urlaub. 4 Videos habe ich für euch zurechtgeschnitten aus den schönsten Ecken der Toskana und aber auch aus der ewigen Stadt Rom. Beginnend mit dem Video Vatikan und Rom. Der zweite Teil ist die Stadt Pisa und die Stadt Lucca. Der dritte Teil die ewige, wunderschöne Stadt Florenz mit seinen Kirchen und mit seiner Kunst. Ja, und der letzte Teil Urlaubsort Uzzano, Toskana und Umgebung. Also seid gespannt und ja, wie immer, ne? Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert mich doch gerne. Aber jetzt viel Spaß bei dem ersten Video Rom und den Vatikan. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video heute aus Rom. Ich stehe gerade vom Vatikan und nach der 6. Metro, die uns vor der Nase vorbeigefahren ist und wir uns reingestopft haben, um hier hinzukommen, dazu später mehr, bin ich schon ein bisschen fertig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich blende euch eigentlich mal erst jetzt mal den gestrigen Tag in Ostia Antica ein und wünsche euch erst einmal viel Spaß bei diesen tollen Kulturbildern in Ostia Antica und wir versuchen mal hier diese Vatikan-Geschichte hinter uns zu kriegen. Also viel Spaß und ja, herzlich willkommen in meinem neuen Video aus Rom. Thank you.
20 links von der Kirche, in der Mitte vom Zirkus vom Kaiser Nero. Da unten ist eine Cafeteria. Da können Sie eine Kleinigkeit. Thank you.
So. Jetzt eine kurze Zwischenstandsmeldung. Es sind jetzt 2,5 Stunden weiter, bevor ich in den Vatikan reingegangen bin. Und ja, ihr habt auch schon viele tolle Eindrücke gesehen, nämlich wahnsinnig viel Kunst und Kunstgegenstände. Fange ich von vorne an. Wir sind vorne im Vatikan rein und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sage das auch so, wie ich das denke, es ist eine absolute Massenabfertigung. Ja, wir hatten einen Guide, einen deutschen Guide und sind jetzt einmal eine Runde so durch die komplette Kunstgalerien inklusive Sixtinische Kapelle. Einen kleinen Ausschnitt habt ihr gesehen. Ich denke, ich schreibe es mal unten runter, denn eigentlich ist dort Aufnehmen von Video und Bilder verboten und ich glaube, ich habe einen Schnipsel von so 15 Sekunden geschafft und dann hatte ich auch schon sofort den Security im Nacken, der mir das verboten hat und ein bisschen was habe ich aber für euch eingefangen und das freut mich ganz ungemein. Es ist anstrengend, es ist verdammt anstrengend, es hat sich aber auch wirklich gelohnt. Sehr, sehr viele Informationen über Michelangelo und über Raphael, das sind die beiden Künstler, die hier im Vatikan am meisten getätigt haben, wobei immer wieder so unser Guide von Michelangelo besprochen wird und wenig von Raphael, aber er, Raphael eigentlich derjenige war, der hier am meisten im Vatikan gemacht hat und ja, Michelangelo nur, in Anführungszeichen nur, die Decke der Sixtinischen Kapelle und das Gemälde, das jüngste Gericht. Ja, es ist wahnsinnig viel Information, es sind aber auch wahnsinnig viele Menschen hier. Eine Woche vor Ostern, man hätte es sich denken können, werden hier die Menschen einfach nur so durchgeschoben. Es ist ein riesen Touristik-Merchandising-Unternehmen, kann ich nur so sagen. Also Vatikan, Vatikanstadt. Ja, sie verdienen hier ihr Geld, so sagen wir das einfach mal. Aber klar, haben wir vorher gewusst, wollte ich auch und das war auch in Ordnung so. Jetzt gleich geht es noch in den Petersdom rein und da freue ich mich auch riesig drauf. Schauen uns da nochmal alles an und wie es dann weitergeht, ich werde mich zwischendurch melden. Schön auf jeden Fall, dass ihr bis hierhin schon mal eine Menge mitgemacht habt. Ich ruhe mich erstmal aus, mein Rücken tut ein ganz klein wenig weh und später dann mehr. Mal nur ein kleiner Einblick auch hinter mir, wie viele Menschen darauf warten, in den Vatikan zu kommen. Und diese Menschen haben keine Tickets gelöst. Die müssen sich anstellen, um Tickets zu kaufen. Also jeder, der den Vatikan besuchen will, kann ich nur empfehlen, Online-Tickets besorgen. Dann könnt ihr nicht an den ganzen Kruscht und Schlange dran vorbei. Das geht dann ein bisschen schneller. Aber die Menschen sind alle gut drauf und geduldig. Ja, warum nicht? Okay, vielleicht war ich auch ein ganz klein wenig naiv, aber ihr seht die Menschenmengen hier, ne? Das ist verrückt. Also wie viele Menschen hier laufen, gucken, so wie wir natürlich, klar. Ja, und wie viele Menschen sich anstellen. Ihr habt die Schlange da gesehen und das geht bis zum Petersdom oben hoch. Mal gucken, ob wir Lust haben, uns da auch anzustellen. Schauen wir mal. Thank you.
Das ist die berühmteste Statue von Michelangelo. Dass Michelangelo Bilder, also Sixtinische Kapelle, die Deckenbemalung sowie das jüngste Gericht gemacht hat, hat er auch immer wieder behauptet, dass er eigentlich kein Maler ist, sondern Bildhauer, und hat er auch darauf bestanden. Und ja, das war die einzige Statue, die hier im Vatikan steht, die von Michelangelo gemacht wird. Also auch in dem Falle einer der berühmtesten. Ein gigantisches Bauwerk, wahnsinnig viel Gold, Prunk, Marmor. Wir zweifeln jetzt nicht, ob das so sein muss oder nicht. Es war trotzdem schön, sich anzuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir gehen jetzt wieder seitlich raus. Das war der Petersdom. Tag 2 in Rom. Gestern mussten wir dann noch wieder durch die Raschauer mit der U-Bahn zurück. Und es war heftig, aber gut, okay. Heute kann ich sagen, sind wir Profi. Wir sind ein bisschen später, sind wir los. Aber man hat sich da schon dran gewöhnt. Jetzt heute für euch Kolosseum Tag 2.
So, und ihr seht die Menschenmengen hier. Reingehen tun wir nicht. Das ist das Kolosseum gewesen. Erbaut 72 bis 80 nach Christus. Hier wurden meist grausame Spiele getätigt. Und die Menschenmengen sind einfach so groß, dass wir entschieden haben. Wir gehen drumherum und schauen weiter, was es noch gibt. Hinter mir Forum Romanum, der älteste Mittelpunkt der Stadt Rom. Hier hat alles begonnen, wirtschaftlich, politisch. Ja, und das ist die sogenannte Altstadt von Rom. Ja, ich befinde mich hier auf dem Ehrendenkmal, Nationalehrendenkmal Vittoriano, ganz in der Nähe vom Forum Romanum. Dies ist ein Ehrendenkmal, ein italienisches Ehrendenkmal für alle Soldaten und Militär in Italien. Hinter mir, ein wenig verhüllt mit Bauarbeiten, das Rathaus von Rom mit dem Rathausvorplatz.
Eines der charismatischsten Plätze des alten Roms ist hier die Piazza Navona. Viel los, das Pantheon. So, auf dieser Straße werde ich sicherlich nicht genügend Geld haben, es sei denn, ich wäre mal ein riesen YouTube-Star, um mir irgendetwas von Louis Vuitton oder Rolex und so weiter und so fort kaufen zu können. Also weiter zur spanischen Treppe. So Leute, seid mir nicht böse, aber diese Menschenmenge hier ist schon der Hammer. Aber nur für euch versuche ich jetzt hier ein ganz klein wenig diese Treppen zu erklimmen. Bis nach oben werde ich es wohl nicht schaffen oder wollen, weil das ist einfach der absolute Touristenwahnsinn hier. Also normal ist es nicht. Verrückt, oder? Ja, klar, ich habe damit gerechnet, dass Touristen in Rom unterwegs sind, aber das sprengt jeglichen Rahmen. Ja, man sagt immer, man soll im Leben irgendetwas gemacht haben. Ich bin jetzt die spanische Treppe hoch und kann ich auf der Wunschliste abhaken. So ihr Lieben, ich weiß nicht, ob ihr mich hört bei dem Menschengemurmel. Das ist meine letzte Station, Fontana de Trevi. Völlig überfüllt. Eigentlich sollte man hier eine Münze reinwerfen, aber ja, wer sich da in dieses Getümmel wirft, ist selber schuld. Das soll es gewesen sein von meiner Städtetour Rom. Ich glaube, ich habe alles abgegriffen, was man abgreifen konnte. Und ich bin fertig.
von den Füßen her, von der Menschenmenge her. Morgen machen wir einen Ruhetag und ja, ich kann nur sagen, schönen Dank, dass ihr dabei wart. Wer mich jetzt noch nicht abonniert hat, kann das natürlich gerne tun. Ich sage es immer wieder. Das nächste Video wird sein Florenz und Toskana und andere schöne italienische Städte. Schauen wir noch, was wir da einfangen. Das weiß ich leider jetzt noch nicht. Rom habe ich abgearbeitet. Es war wunderschön. Ich kann nur sagen, ciao Rom. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Tschüss, euer Elia. Ja, an Architektur. Das ist so kacke. Die Piazza Navona ist einer der karstes. Eins, zwei, drei. Die Piazza Navona ist einer der karas. Charismatischen. Eins, zwei, drei. Einer der charismatischen Plätze.